Taylor, genau wie Jackson, gehörten meiner Ansicht nach zu den Idealisten, die damals wirklich glaubten, sie könnten durch eine Präzedenzentscheidung eine neue Entwicklung einleiten. Dass sie sich geirrt haben, war historisch gesehen ihr Fehler. To most of us, it all seemed to be of a piece, that the United Nations was going to be a better version of the League of Nations, that would tend to keep the peace in the future. Die Entwicklung hat inzwischen ja gezeigt, dass Nürnberg ein Vorgriff war auf eine nicht bestehende völkerrechtliche Gemeinschaft, die sich inzwischen völlig aufgelöst hat und nicht verhindert hat, dass ich weiß nicht, wie viele Dutzende von Kriegen geführt worden sind und zurzeit noch geführt werden. Sprechen Sie manchmal über Nürnberg mit Ihren Kindern? Ich habe das sehr viel getan in der Zeit, in der die Kinder, die heute alle über 30 sind, um 20 herum waren. Wir haben sehr viel diskutiert und sie haben mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, weshalb hast du eine solche Verteidigung übernommen? Was hast du selbst im Krieg getan? Was hast du selbst von all dem gewusst, was vorging? Und nach vielen endlosen Diskussionen habe ich schließlich eine Formel gefunden, die sie befriedigt hat. Ich habe ihnen nämlich gesagt, entweder habe ich von all den kriminellen Dingen, die vor sich gingen, nichts gewusst. Dann war ich ein Trottel. Oder ich habe etwas gewusst. Dann habe ich entweder mitgewirkt, dann war ich ein Verbrecher. Oder ich habe nichts dagegen unternommen, dann war ich ein Feigling. Ihr könnt also wählen, ob euer Vater entweder ein Trottel oder ein Feigling oder ein Verbrecher war. Damit haben sie sich dann beruhigt. Kleine Gelenkpause. Wieso würde das Ihre Kinder, vorausgesetzt, dass sie an ihrem Vater hängen, beruhigen oder befriedigen? Weil sie wohl der Meinung waren, dass alle drei Alternativen, so wie sie mich kennengelernt haben, nicht so sehr wahrscheinlich sind. Sowohl die Franzosen wie auch erst recht die Russen bekamen den Lauf der Verhandlungen ganz selten vollständig mit, sondern die Dolmetscher mussten dann mitten im Satz abbrechen und auf den nächsten Satz übergehen, um überhaupt einigermaßen in der Verhandlung Schritt halten zu können. Der französische wie auch der russische Ankläger hatten eine fürchterliche Unordnung in allem, was sie vorbrachten. Und die ständige Suche nach den richtigen Dokumenten war also für uns manchmal ein erheiterndes Schauspiel. Man muss anerkennen, dass die Richter versucht haben, das Verfahren in seinem Ablauf fair zu gestalten. He's glad. Is glad. No? No? The tribunal is glad that defendant's counsel. Oh, he called. The tribunal is glad that. Sie haben also insbesondere auch immer gegen den Widerstand der Anklage versucht, dass die Verteidigung etwas mehr Chancen bekam, an Dokumente heranzukommen. Give him the microphone. Give him the microphone, will you? Can you hear me now? Can you hear me now? The tribunal will consider the best method of providing defendant's counsel with as many translations as possible. Richter Lorenz wollte nach Hause, ja, er hatte auch immer sehr seine Pausen, genau, also wenn Mittagessenszeit war, war er nicht mehr zu sprechen. Eine Unterhaltung habe ich einmal angehört zwischen Göring und Hess, die beide unmittelbar hinter mir saßen. Das war während der französischen Anklage. Der französische Ankläger brachte zur Sprache in vorwurfsvollem Ton all das, was Göring in Frankreich angeblich geplündert hätte. Züge mit Cognac, Züge mit Zigarren und so weiter. Und jedes Mal, wenn er also eine neue Liste vorgelesen hatte, dann nickte Göring so tief zufrieden den Empfang. Und am Schluss dieser Sitzung wandte sich Göring an den neben ihm sitzenden Hess und sagte ihm, ich bin ja froh über jeden Schnaps und jede Zigarre, die ich von den Kerlen bekommen habe. Und da guckte der Hess ihn so etwas schulmeisterlich an und sagte, na, wenn Sie das nicht gemacht hätten, dann säßen Sie vielleicht nicht hier. Darauf grinste Göring zurück und sagte, Sie rauchen nicht und Sie saufen nicht und sind auch noch ausgerissen und sitzen neben mir. Und hat im Jahr 1951 bot
meines Wissens zu einem ganz großen Teil darauf, dass Mr. McCloy sich davon überzeugt hat, dass im Grunde genommen strafbare Handlungen überhaupt nicht vorliegen.